Du möchtest ein Intro für deinen YouTube-Kanal erstellen, wahrscheinlich eins, was möglichst professionell aussieht, was deinen YouTube-Kanal auch gut transportiert, möglichst cool, möglichst schick, aber du hast kein passendes Programm. Du beherrschst nicht Adobe After Effects und hast es auch nicht, ein Programm, womit man das typischerweise machen kann. Dann habe ich einen guten Tipp für dich, und zwar PowerPoint. PowerPoint ist ein Programm, was du wahrscheinlich auf deinem Computer installiert hast, zumindest haben das die meisten Windows-User, und was du wahrscheinlich auch schon mal benutzt hast. Und damit ist es gar nicht so schwierig, professionelle Intros zu erstellen. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu So geht YouTube. Ich bin der Jan und man kann mit PowerPoint nicht nur Intros machen, sondern auch Thumbnails und Banner und man hat da alle Möglichkeiten. Zu diesem Thema, wie man mit PowerPoint Thumbnails erstellen kann, habe ich hier schon mal ein Video gemacht. Falls dich das interessiert, kann ich dir das auf jeden Fall auch empfehlen. Wenn du dir ein Intro in PowerPoint bauen möchtest, dann gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten bzw. zwei verschiedene Startpunkte. Erstens, du nimmst dir wirklich eine komplett leere, neue PowerPoint-Präsentation und baust dir von null auf dein eigenes, komplett individuelles Intro. Das ist nicht so ganz so einfach, das ist ein bisschen gefrickelt, aber das möchte ich dir in diesem Video zeigen, wie du das wirklich hinbekommen kannst. Die zweite Möglichkeit ist es, dir eine Vorlage zu nehmen. Und da gibt es nicht so viele Vorlagen für PowerPoint und Intros und viele von denen sind auch irgendwie nicht ganz so sinnvoll, zu lang für YouTube und so weiter. Für After Effects zum Beispiel gibt es da viel, viel mehr. Aber deshalb haben wir solche Intro-Vorlagen erstellt, die auch extra speziell für YouTube optimiert sind. Die findest du bei uns auf unserer Webseite. Klick einfach mal hier drauf. Dort findest du wirklich vorgefertigte Vorlagen, wo du alles austauschen kannst, komplett zu deinem eigenen machen kannst, aber wo die Animationen schon für dich gemacht sind. Da findest du auch passende kleine Erklärvideos zu diesen entsprechenden Animationen und so weiter. Falls das was für dich ist, kann ich dir das auf jeden Fall empfehlen. Jetzt wollen wir uns aber mal anschauen, wie diese Intros allgemein in PowerPoint funktionieren, wie man allgemein in PowerPoint sowas animiert und auch sich da sein komplett eigenes zusammenbasteln kann. Ich zeige dir jetzt einmal kurz, was wir gleich erstellen werden. Das ist ein super simples Intro, hier mit ein paar Bildern, die irgendwie überblenden und am Ende kommt ein Logo und noch ein Schriftzug zum YouTube-Kanal. Also sehr, sehr simpel. Das Ganze kann deutlich komplexer werden, wenn man eben zum Beispiel diese Vorlagen benutzt, wie ich das eben erwähnt habe. Da kann man noch mehr reinbauen irgendwie. Aber ich möchte dir einmal die grundlegenden Techniken zeigen, die man überhaupt braucht, um sowas zu erstellen. Und dafür werden wir einmal dieses simple Intro basteln. Ich bin jetzt hier in PowerPoint und habe eine leere neue Präsentation geöffnet. Bevor wir jetzt irgendwas einfügen, gehe ich mal hin und lösche alles raus, was hier drin ist, denn dann haben wir eine komplett leere Präsentation. Zunächst einmal wollen wir jetzt ein paar verschiedene Bilder einblenden und dafür müssen wir natürlich erstmal die Bilder hier einfügen. Dafür gehe ich auf Einfügen, Formen, Bilder und dann gehe ich auf dieses Gerät und dann kann ich entsprechend die Bilder auswählen. Ich fange jetzt zum Beispiel mal an mit diesem Bild mit den Würfeln, blende das hier ein und habe das jetzt hier. Diese Designideen will ich gerne nicht haben. Ich habe jetzt hier dieses Bild und jetzt können wir entweder mit neuen Folien arbeiten oder auf dieser einen Folie. Es ist meistens einfacher, wenn wir auf dieser einen Folie arbeiten, damit auch später das Timing von den ganzen Animationen richtig ist. Deshalb gehe ich jetzt einfach hin und füge das nächste Bild über diesem ersten Bild ein. Und jetzt will ich zum Beispiel dieses Bild hinzufügen. Also füge ich dieses Bild ein und das möchte ich jetzt etwas größer machen und füge das hier komplett da drauf. Das ist jetzt etwas zu breit. Im Zweifelsfall kann man immer hingehen, zuschneiden, auswählen und dann das Ganze auf die richtige Größe strecken oder verkleinern. Das will ich nicht. So, jetzt habe ich zwei Bilder übereinander. Fügen wir noch ein drittes Bild ein und dann sollte das auch erstmal an Bildern reichen. Nehmen wir jetzt zum Beispiel noch das Bild von dieser Pizza. Auch das füge ich ein, auch das ist wieder zu groß. Das heißt, hier kann man, was man auch machen kann, ist, dass man es tatsächlich bei Zuschneiden hier auf die richtige Größe macht, wenn man so ein zu kleines Bild hat und es danach einmal hier vergrößert, weil dann bleibt der Rand quasi auf diesem Rand, den man hier eingestellt hat, solange man hier noch im Zuschneidenfenster ist, aber kann das Bild strecken auf die richtige Größe. Hier links sieht man immer, wie es später aussieht. Das sieht doch eigentlich gut aus. Jetzt wollen wir, dass am Ende eine Farbfläche eingeblendet wird und darauf soll ein Text stehen. Wie machen wir das? Dafür gehen wir auf Formen und fügen einfach hier ein Rechteck hinzu. Das wird unsere spätere Farbfläche. Dieses Rechteck strecke ich jetzt einmal, dass es wirklich die komplette Fläche ausfüllt und darauf soll dann später unser Logo und vielleicht noch ein Schriftzug stehen. Hier kann ich dem Ganzen jetzt auch noch eine andere Farbe geben. Sagen wir zum Beispiel mal, das Ganze soll irgendwie in einem Grün werden. Oh, ich habe jetzt die Form Kontur gemacht. Ich will keine Kontur, ich will einen Fülleffekt. Jetzt zum Beispiel in Grün. Das ist meine Kanalfarbe. So, das wird als nächstes eingeblendet. Dann möchte ich, dass da drauf noch das Logo kommt.
das Logo füge ich auch einfach als Datei ein. Zum Beispiel so ist das jetzt das Logo, was am Ende eingeblendet wird. Das kann ich jetzt hier noch ein bisschen rumschieben, mittig machen, wie man das von PowerPoint kennt. Ich baue jetzt quasi immer alles, was als nächstes kommt, einfach oben drauf auf das, was davor war. Und dann will ich jetzt noch einen Schriftzug drunter machen. Und einen Schriftzug kann man einfach machen, indem man hier sogar bei Textfeld ist es am einfachsten hingeht und dann einen Schriftzug dahinter packt. Und jetzt schreibe ich hier irgendwie mein YouTube-Kanal. Ist toll. Was weiß ich. Irgendwas steht da drunter. Dem Ganzen können wir jetzt natürlich noch eine Schriftart geben. Das Ganze wollen wir wahrscheinlich größer machen, mittig. Die Schriftfarbe wäre jetzt hier in Weiß wahrscheinlich sinnvoller. Ich mache das Ganze jetzt einfach mal relativ schnell. Es geht ja nur ums Prinzip. Im Endeffekt baust du dir so übereinander diese ganzen Folien auf. Hierzu ein kleiner Tipp. Wenn du unter Anordnen gehst und Auswahlbereiche, dann siehst du hier diese ganzen Elemente übereinander. Und hier können wir die ganzen Sachen ein- und ausblenden und so sehen, so was jetzt hier immer aufeinander eingeblendet wird. So, jetzt wollen wir dem Ganzen eine Animation geben, sodass diese Bilder auch alle eingeblendet werden und irgendwie interessant aussehen. Am Anfang wollen wir, dass dieses Bild ist, dann soll dieses nächste Bild da drüber geblendet werden. Wie machen wir das? Dazu gehen wir auf Animationen und öffnen uns hier mal dieses Animationsbereiche-Fenster. Und jetzt wollen wir dem Ganzen eine Animation hinzufügen. Entweder wir wählen jetzt einfach eine von diesen ganzen Animationen aus oder, das finde ich immer ganz angenehm, man kann auch bei Animationen hinzufügen auf weitere Eingangseffekte gehen. Und jetzt können wir uns hier mal hier auf irgendwelche Effekte draufklicken und sehen direkt, wie das auch später aussehen wird. Also jetzt können wir hier irgendwas uns auswählen. Diese Streifen zum Beispiel finde ich gut. Die möchte ich jetzt haben. Also das ist der erste Schritt. Das beginnt jetzt erstmal mit dem vorherigen, weil das soll ganz am Anfang beginnen. Hier haben wir die Option einzustellen, wie das zeitlich passieren soll. Und jetzt kann ich hier noch einstellen, auch wie das Ganze, wie schnell das Ganze sein soll und so weiter, indem ich in diese Anzeigedauer gehe. Und jetzt kann ich hier einstellen, wie schnell das sein soll. In dem Fall sehr schnell, 0,5 Sekunden. Wir haben das eben gesehen, das sah eigentlich ganz gut aus. Wir können auch beim Effekt jetzt noch einstellen, ob das von links oder rechts kommen soll. Also wir können hier aus verschiedenen Richtungen machen. Ich mache mal links nach unten, klingt doch gut. Jetzt wird das Ganze so einmal drüber gewischt. Wir können das Ganze auch aus anderen Richtungen machen und so weiter. Jetzt soll als nächstes ja die nächste Grafik da drüber geblendet werden. Dazu nehmen wir jetzt wieder einen Effekt. Ich nehme zum Beispiel mal diesen Effekt, der soll als nächstes kommen. Jetzt ist ganz wichtig, wir machen nicht bei Klicken, sondern wir machen nach vorherigen Beginnen, damit das alles zeitlich hintereinander passiert. Wenn wir das jetzt uns komplett anschauen, dann wird das sehr schnell gehen. Das will ich jetzt wahrscheinlich nicht so schnell. Also kann man hingehen und jetzt hier wieder bei dieser Anzeigedauer eine Verzögerung hinzufügen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, das Ganze soll eine Sekunde stehen, bis das nächste Bild kommt, dann dauert das kurz und dann kommt das nächste Bild. Also wenn wir es uns jetzt von Anfang an angucken, dann könnten wir auch hier tatsächlich machen, dass wir hier beim ersten sagen, wir wollen das erste Bild ja auch ein bisschen stehen haben. Dann sagen wir, alle Bilder sollen immer eine Sekunde stehen. Dann ist erstmal das Ende. Jetzt müssen wir wirklich von Anfang an abspielen. Dann ist erstmal das erste Bild, steht ein bisschen, dann kommt das zweite Bild, steht ein bisschen, dann kommt das dritte Bild. Und jetzt wollen wir vielleicht als nächstes noch einfügen, dass da eben jetzt dieses Rechteck drüber geblendet wird und dann eben die Grafiken. Also machen wir als nächstes für dieses Rechteck eine Animation und das bekommt jetzt eine Animation, ich weiß nicht, wie das aussieht, das ist doch gut. Diese Zoom-Animation kommt auch nach dem vorherigen und bei der Anzeigedauer stellen wir wieder ein, dass dieses Bild davor ein bisschen steht. Und schon haben wir da diesen Zoom. Und jetzt wollen wir vielleicht, dass während des Zooms auch die nächsten Sachen schon eingeblendet werden. Nämlich irgendwie diese Grafik zumindest soll sofort auch eingeblendet werden. Jetzt können wir nochmal schauen, was es hier für Optionen gibt. Vielleicht finden wir hier irgendwas, was gut passt. Einfliegen, wie sieht das aus? Das ist doch toll. Das passt doch sehr gut. Und da machen wir vielleicht direkt schon mit vorherigen. Dann können wir nämlich gleich sehen, das Ganze zoomt und gleichzeitig kommt der Hintergrund und diese Grafik und dann soll danach ganz zu guter Letzt noch das hier irgendwie eingeblendet werden. Hier kann man jetzt auch spezielle Textanimationen einfügen und so weiter. Ich schau mal, was ich jetzt hier so mache. Hier gibt es auch spektakuläre Sachen. Das ist doch gut, dieses Abwärtsschweben, das passt doch sehr gut. Das soll nach dem vorherigen passieren, aber auch direkt danach. Und jetzt können wir uns das Ganze einmal anschauen, indem wir ganz normal einfach die Präsentation starten. Also wenn ich jetzt hier aus eine Bildschirmpräsentation mache, dann sehe ich, wie das Ganze aussehen wird, später als Intro. Und das funktioniert doch eigentlich jetzt schon ganz gut. Wir haben hier eine kleine Animation.
Klar, das Ganze ist jetzt nicht perfekt. Das ist nicht super schick. Das kann man mit schöneren Bildern machen. Das kann man irgendwie mit besseren Animationen machen. Man könnte jetzt auch die ganzen einzelnen Sachen zwischendurch noch animieren. Das Ganze kann noch viel, viel besser werden. Aber für eine ganz simple Sache sind das zumindest erstmal die Techniken, die du anwenden kannst, um so ein Intro zu erstellen. Also um verschiedene Übergänge zwischen Bildern zu machen. Du kannst natürlich auch Text da einstellen und verschiedene Übergänge zwischen Text machen. Du kannst da Logos einfügen und so weiter. Jetzt können wir aber diese PowerPoint-Datei natürlich nicht benutzen in unserem Videoschnittprogramm. Um das zu machen, müssen wir das noch als Video exportieren. Und dafür gehst du auf Datei, Exportieren, Video erstellen und dann kannst du hier auswählen, wie dieses Video aussehen soll. Full HD ist eigentlich eine gute Einstellung, also gehe ich jetzt mal auf Video erstellen. Ich kann jetzt noch einstellen, wo dieses Video gespeichert werden soll. Ich speichere das einfach mal hier und nenne das irgendwie YouTube Intro und speichere diese Datei ab. Jetzt lädt er hier unten ein bisschen, das geht allerdings häufig relativ schnell eigentlich und dann hat er uns daraus tatsächlich eine Videodatei gemacht, die wir so auch später dann auf YouTube benutzen können. Wenn ich jetzt nämlich hier in den Ordner gehe und diese Datei öffne, dann haben wir eine ganz normale Videodatei und die hat genau diese Überblendungen, die wir gemacht haben und die können wir dann auch später auf YouTube so für unseren Kanal als Intro einsetzen. Du merkst, das Ganze ist eigentlich gar nicht so kompliziert und vor allem brauchst du kein neues Programm lernen. Wenn das Ganze professionell aussehen soll, dann braucht man natürlich schon ein bisschen, aber man ist eben in dieser gewohnten Programmoberfläche. Das ist da schon ein Vorteil. Eine andere Möglichkeit, wie das schneller professionell aussehen kann, ist eben, wie zu Eingang schon erwähnt, indem du eine Vorlage benutzt, die du komplett individualisierst, dadurch dein komplett eigenes Intro machst, aber eben diese ganzen Animationen nicht mehr machen musst. Wie gesagt, wenn du nach so einer Vorlage auf der Suche bist, dann kann ich dir unseren Shop für diese Vorlagen empfehlen. Du findest den hier, wenn du auf den Link klickst. Und ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video ein wenig weiterhelfen. Wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir. Tschüss, euer Jan.